Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin's, euer Vassili, und heute nehme ich euch mit auf unsere Reise nach Köln. Ihr werdet im Laufe des Vlogs erfahren, warum wir auch in Köln heute sind. Wir haben einige Termine, ich bin auch nicht alleine. Die Jungs haben mich gerade abgeholt aus der Heimat. Wir sind hier in Paderborn, sind heute Morgen um 5 Uhr schon losgefahren. Massi und Omid sind gerade auf Toilette und wir fahren jetzt weiter. Haben erstmal einen Termin in dem Objekt. Das Objekt werdet ihr dann sehen, dann werde ich euch auch erklären, was es auf sich hat. Und dann treffen wir auch noch jemanden von uns an, der mit uns zusammenarbeitet. Dann haben wir noch einen Termin mit dem Architekten und dann treffen wir eventuell auch den Max. Und dann fahren wir auch schon wieder zurück nach Paderborn. Max, ich meine damit iCrimex. Und dann fahren wir auch schon wieder zurück nach Berlin, nicht Paderborn, genau. Ja, ich bin gespannt. Ich fahre jetzt weiter, weil die Jungs sind schon ein bisschen kaputt. Die mussten ja früher aufstehen. Ich bin ausgeschlafen vom Feinsten. Ja, heute schönes Wetter. Geil. Gute Laune. Der Kurde wieder mit seiner, bei 40 Grad mit seiner Jacke. Wir sind jetzt 50 Kilometer von Köln entfernt. Wir haben noch einen kleinen Break gemacht, ein bisschen Kaffee, ein bisschen snacken. Mit können sie noch ein paar Nuggets. Kleinen WC halt gemacht und bis jetzt sind wir gut durchgekommen. So Leute, wir sind hier in dem Objekt, was wir uns anschauen. Das ist unser potenzielles Objekt für die Zukunft, unser Geschäftshaus. Bis jetzt ist noch nichts in festen Schuh, Leute. Das muss ich klar erwähnen. Wir sind seit 2,5 Monaten am Plan. Angefangen hat das alles. Wir haben es auf dem Papier gemalt und jetzt stehen wir in dem Objekt drin, so wie wir es uns vorgestellt haben. Das nenne ich mal pure Entwicklung. Ja? Also unsere Arbeit haben wir schon richtig gemacht. Da können wir uns auf jeden Fall selbst loben. Und wir haben jetzt gleich noch einen Termin mit dem Architekten. Einiges Finanzielles noch besprechen und ob das auch alles so umsetzbar gemacht werden kann, wie wir uns das vorstellen. Und dann können wir erstmal ein Fazit ziehen und gucken, ob das alles für uns in Frage kommt. Auch finanziell muss man sehen, wir investieren alle selber sehr viel Geld, alle zusammen. Das ist verdammt teuer. Ja, ja, das wird teuer, aber von nichts kommt nichts. Und wenn man selbst investiert, steht man auch selbst zu 500% dahinter, nicht wie wenn andere einfach Geld geben. So finde ich das zumindest. Und ja, das ist unser Objekt. Eine Roomtour gebe ich noch nicht. Ich zeige euch das nur so, was ihr gerade sehen könnt. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Termin. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, Leute. So, Leute, wir haben die Hälfte schon geschafft. Sind direkt auf dem Rückweg. War noch in Vapiano Essen, sind jetzt knapp 300 Kilometer gefahren. Haben noch 280 Kilometer übrig. Wir sind so gegen 22.30 Uhr zu Hause. Easy, Autobahn ist frei vom Feinsten. Ne? Hier wird sie jetzt einigen. Wer kennt das noch, ey? Die Route? Wer kennt diese Teile noch von damals? Kennst du die noch? Normal, wo das ist, mit dem Pulver. Ja. Kalipo. Wir gönnen uns erstmal ein bisschen. Alles nur Rap. Wir gönnen uns ein bisschen Zucker, Leute. Tut immer gut an. Ich vergesse mein Kaffee ist auch auf dem Dach. Auf jeden Fall sehen wir uns, wenn wir angekommen sind, Leute. Wir haben ein bisschen Stau, würde ich mal sagen. Ja, kurz vor dem Ziel. Vor allem das Ding ist. Nein, nein, das brauchen wir nicht erzählen. Warum nicht? Da haben wir hart gechoppt. Ja, das Navi hat uns gesagt, fahr einen anderen Weg. Wir so, das Navi ist behindert. Das labert scheiße. Und dann haben wir gemerkt, okay, er hatte recht. Wir sind mitten in den Stau gefahren. Aber wir haben noch 73 Kilometer, easy going. Ist nur eine Baustelle. Und dann sind wir endlich da, sind gut durchgekommen. Massi ist hinten am Schlafen. Also ist hier am Start. Direkt schlafen gegangen, oder? Ich glaube schon. Was ist hier noch? Ja. Und ich mache mich jetzt auch im Bett fertig, Leute. Ich bin richtig kaputt. Und ich würde sagen, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Heute ist Freitag. Ich bin noch ein bisschen kaputt. War gestern ein sehr langer Tag. Habe schon einiges erledigt. Muss später auch noch zu Paus, muss Sachen ausdrucken. Einiges liegen geblieben an Arbeit in den letzten Tagen. Weil ich in Paderborn war, hier Wäsche, Mesche waschen und aufräumen und alles drum und dran. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal was zum Frühstücken holen, ein bisschen Aufschnitt und so. Dann werde ich später auch das Video für Sonntag fertig machen. Steaks, Makes. Und keine Ahnung, was gibt es heute Abend noch. Azad dreht heute ein Musikvideo, der ist unterwegs. Heute wird auch gezockt, Fortnite. Ein bisschen Gaming mal wieder. Ich habe richtig Bock drauf, lange nicht mehr gezockt. Und dann schauen wir mal, was es noch gibt heute. Ne? Bin selber gespannt. Und ich schau mal jetzt, was der. Ah, ist auch am Wilum. Und dann müssen wir hier auch ein bisschen die Bude mal sauber machen.
saugen, wischen und so. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal was zu essen, weil ich habe so einen Hunger, Leute. Was ich noch zeigen wollte, guck mal, hier kommt bald mal ein Video, wie wir zur vierten Monopoly spielen. Also ich kann schon mal sagen, ne, Schlossstraße, Parkstraße. Hier bin ich. Nee. Ja, ja, wenn du hier landest, Bruder, bin teuer. Hotel, ich baue da alles. Zahl mal meine Miete, deine Schulden, Kredite, Miete. Ja, ich baue ja Hotel, Bruder, du kennst das Hotel. Ja. Das baue ich hier. Das war deine Miete. Das wird auf jeden Fall witzig, Leute. Ich bin selber gespannt, wie wir uns in die Haare kriegen werden. So, Leute, wir haben uns heute für Lidl entschieden. Heute gehen wir in Lidl. Ich ist direkt neben Rewe, nur mal so. Ich bin mal gespannt, was uns Lidl hier so bieten kann. Nicht tot. So, Leute, wir essen jetzt erstmal. Ein bisschen was. Aber ich will euch noch ganz kurz zeigen, was ich besorgt habe. Damit werden wir einige Kochvideos machen. Und zwar werde ich das hier testen, so ein Hochtemperaturgasgrill. Verspricht uns 800 Grad. Dementsprechend natürlich werde ich auch die passenden Steaks dafür besorgen. Und mal gucken, was er taugt. Ich hoffe, gut ist. So, ich habe Papierkram erledigt. Hier ist alles vorbereitet. Ich werde gleich ein bisschen streamen, mit Massi zocken. Muss erstmal wieder alles einrichten. Aber Azad ist gekommen. Ja, ich habe euch ja erzählt, der dreht heute ein Musikvideo. Und der hat sich da so ein kleines Auto gemietet. Also nur was Kleines, Leute. Nichts Besonderes und so. Genau, er wollte nicht übertreiben, ne? Ich wollte nicht übertreiben. Zeig euch mal. Also. Scheiße. Was hat er hier gebracht? Ja, Monster Truck. V8. Leute, guckt euch mal dieses Baby an. Heftig. Auf jeden Fall der Sound von dem Baby. Guckt euch mal die Reifen an. Die sind fast so groß wie ich. G500. 4x4. Heftig. Heftig, Leute. Auf jeden Fall dreht er damit ein Musikvideo. Wenn euch so ein Auto gefällt, Leute, auch so eine Farbe oder allgemein so ein Auto, ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Mich würde das schon interessieren. Also ich persönlich feiere so ein Auto nicht. Einmal drin fahren ist okay, aber ich würde mir niemals selber so ein Auto kaufen. So, Leute, ich sehe ein bisschen durch aus. Ich bin am Schwitzen, ist 35 Grad. Ne, ich kann nicht mehr. Meine Haare auch, ich habe die kurz geschnitten. An der Stelle würde mich definitiv interessieren, was gefällt euch besser? Ich mit langen Haaren oder kurze Haare? Ich finde, die kurzen Haare machen mich jünger und ist auch einfacher, sie zu stylen. Aber die längeren Haare lassen einen doch irgendwo besser aussehen. Ne? Also schreibt es in die Kommentare, Leute. Was gibt's jetzt, Meister? Frühstück. Ja, wir haben einkauft. Hier, Frühstücke. Hast du gesehen, was wir gekauft haben? Wir wollen an den See gehen am Sonntag. Du holst dich einfach ein Ewig drin. Nein, ich versteh's nicht, das ist ein Beefer. Da machen wir Dry Age drin. 700 Gramm. So wie in dem Video. Hast du meine Story gesehen mit dem Steak? Mit der Slow-Mo? Ich kann mein Handy gar nicht berühren. Guck mal, er hat das nicht gesehen, Leute, ne? Er hat es nicht gesehen. Komm, Live Reaction. Oh. Ach, das? Ach so, doch, das habe ich gesehen. Diese Steaks machen wir da drin. Ehrlich? Leute, uff. Wenn ihr mehr von dem hier sehen wollt, was ihr gerade seht, einfach auf meinen Kochkanal gehen. Dort habe ich jetzt ein neues Kochvideo hochgeladen. Und da habe ich Dry Age Discounter Steak versus Premium getestet und bewertet. Was ist das denn? Das ist eine Firma. Ah ja, Leute, hier. Das ist noch keine Werbung, Leute, an dieser Stelle. Keine Produktplatzierung. Ich teste einige Produkte. Da sind ein paar Unternehmen aufmerksam geworden auf mein Testen und Bewerten. Und die haben Interesse, da mitzuspielen. Aber natürlich will ich immer meine ehrliche Meinung sagen. Das heißt, ich bewerte kein Produkt, wenn es mir nicht schmeckt. Würde ich niemals sagen, hey Leute, probiert das, nur weil ich irgendwie dafür bezahlt werde. Niemals im Leben, Leute. Deswegen teste ich diese Produkte erstmal selber und dementsprechend dann, welche Produkte mir gefallen und wo ich meine, dass ich sie euch empfehlen kann, werde ich euch dann im Video zeigen. Plan hier ohne mich einfach so. Was doch, du bist eingeplant, aber was? Ja. Du wurdest, ja, ja. Ey, ich dachte, du drehst heute und morgen. Was ist los mit dir? Das ist ein Problem, du denkst. Guck mal, Leute, ne, was soll ich da sagen? Ja, ich schwöre, würde ich ihn nicht anderthalb Jahre kennen, ich würde ihn jetzt übers Knie legen, ja? Also zeig mal meinen Zuschauern, was für ein Sound. Oder lass mir einmal Soundcheck machen, ja auch. Geht so, der Sound ist nicht krass. Ist nicht krass? Leute, er sagt, der Sound ist nicht krass. Mach mal. Zeig mal. So sieht das hier von innen aus. Muss jetzt noch im Auspuff gehen.
Boah, der hört sich schon heftig an. 10 Euro weg. Oder ist der Stück 20? Wie lange hast du denn? Wochenende? Ja, bis Montag. Korrekt, paar Fotosession. Also Leute, wenn wir hier ein paar Instagram-Bilder machen, mal gucken, wie das so wirkt. Ah, hätte ich so ein T-Shirt, ne? Da muss man mach gucken. Mal, dreh mal, alles gut. Warum? Erzähl. So Leute, nach der Zocker-Session gehen wir jetzt erstmal was snacken. So nur meine Sonnenbrille. Natürlich bei unserem Lieblingsitaliener, dem Albaner. Mal gucken, was er heute Spezielles hat. Ich hoffe Fleisch. Und danach machen wir ein bisschen Musik, bauen ein massives Setup auf, gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und dann machen wir einen chilligen Musikabend und chillen ein bisschen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Dritter Tag. Heute ein bisschen länger geschlafen, aber dafür ausgeschlafen vom Feinsten. Massi wollte heute schon das Ding hier auspacken, weil der kriegt Besuch und möchte gerne Steaks zubereiten. Deswegen werden wir das heute auspacken und für Massi testen. Aber ich werde nochmal ein extra Video machen für meinen Kochkanal, wo wir das Ganze dann richtig testen und bewerten werden. Ja, also jetzt ist er auch am Start, dreht weiter sein Musikvideo heute. Dann ich mache jetzt als allererstes gleich ein Video fertig. Ich gehe kurz einkaufen, dann können wir auch einmal das Auto abchecken, was der Asad sich da gemietet hat, diese G500 4x4 hoch 2. Also aufpassen beim Lenken, ein bisschen schwammig. Also für Gerd muss aufpassen beim Lenken, ist ein bisschen schwammig. Wir gucken uns das Ganze mal von innen an, ich zeige euch das mal, wie es aussieht. Ich selber habe es auch noch nicht gesehen. Ich sag mal, diese Klasse und dieses Modell bin ich selbst noch nicht gefahren. Mein Geldkonto ist ein Witz. Okay, ich meine von, wenn Leute nicht ankommen, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Er macht es genauso, so nur mein Kopf sieht. Lang oder kurz macht sich nicht jünger, Bruder. Warum sagst du so, ja? Ich schon jung aussehen. Danke, aber ich bin dann auch. Das sind Komplimente unter Freunden, Leute. Ja, das brauchst du auch. Ja, ab und zu braucht man das auch, erst recht, wenn man schon 30 ist. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Auto wieder. So, ich bin hier jetzt einmal Probe gefahren. Also ich kann euch sagen, ist schon ein geiles Gefühl für den Alltag. Ist auf jeden Fall nicht brauchbar. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen Power haben möchte und so ein, ich nenne es mal LKW fahren möchte, kann man sich schon gönnen auf jeden Fall. Aber ich würde niemals im Leben 250.000 Euro für so ein Auto ausgeben. Im Leben nicht, Leute, im Leben nicht. Aber geil. Können wir mal den Sound hören? Hört mal. Sound ist schon heftig, Leute, auf jeden Fall. Ja, ich danke! Auf jeden Fall ist dieses Auto, wenn man damit auf der Straße rumfährt, eine Sehenswürdigkeit, Leute. Egal, wo ich lang gefahren bin, jeder hat geguckt, gefragt, wie ist das, ganz schwierig, oh, Motor arbeitet. Auf jeden Fall ist ein geiles Auto. Und kann man sich mal ausleihen, ne? Da hat der Asad schon alles richtig gemacht. So, ich werde jetzt den Einkauf rausholen. Also wenn ihr jetzt gerade den Vlog anschaut, ich nehme gerade den nächsten Vlog auf. Ich werde auf diesem Kanal 3 bis 4 Videos versuchen abzuladen. Ich habe auch einige Formate, die ich jetzt umsetzen werde, ein bisschen vorproduzieren. Dementsprechend kommt auf meinem Koch-Channel immer ein Video die Woche, Sonntag 10 Uhr. Auf jeden Fall ist jetzt auch ein Kochvideo online. So, an der Stelle beende ich dann auch den Vlog, Leute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr kennt's. Wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, was für Challenge ihr gerne sehen möchtet von mir. Also nicht diese 0815. Es gibt einige gute auf YouTube. Schreibt es einfach in die Kommentare, inspiriert mich und ich setze die dann um und gucke, wie kreativ ich sein kann, dass ich euch unterhalten kann, Leute. Und an der Stelle muss ich auch noch erwähnen, bevor sich alle Leute fragen, wegen Köln. Wie gesagt, dazu kommt noch mal ein extra Video, auch auf den Team Impact Channel, Leute. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende gelangt von dem Vlog. Ihr kennt es von mir. Ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Video.